Erhebliches gibt's aus der Musikbranche zu vermelden. Nebst silikonverstärkten Retortensternchen singen sich auch immer mehr junge, starke Frauen mit Eigenkompositionen an die Spitze der internationalen Charts. Zum Beispiel Dido oder Norah Jones. Nun gesellt sich eine Newcomerin zu ihnen, Katie Melua. Erst 19 Jahre alt schaffte sie mit ihrem ersten Album in England direkt den Sprung auf Platz 1 der Hitparade. In dieser Stunde gibt sie im Zürcher Kaufleuten eine Kostprobe ihres Könnens. Susanne Wille ist dabei. I got a ticket to the fast city where the bells don't really ring. Getting off the plane, the eindringlich, persönlich, das ist die Musik von Katie Melua. Sie singt ein selbstgeschriebenes Lied über ihre Schulzeit in Belfast mit dem Ziel, in ihrem Konzert einen großen Raum in eine gemütliche Stube zu verwandeln. Vor dem Konzert ein kurzer Spaziergang durch Zürich. Katie Melua ist viel unterwegs, seit sie mit ihrem Debütalbum direkt auf Platz 1 der britischen Album-Hitparade gelangt ist. Begonnen hat alles vor 2 Jahren. Ein Musikproduzent entdeckte Katie Melua an einer Schülerveranstaltung. Hätten Sie gedacht, dass es so rauskommt? Nein, niemals. In meinen kühnsten Träumen nicht. Ich habe gar nicht gewagt, davon zu träumen, weil man nie weiß, was passiert. Ich feiere oder träume lieber erst, nachdem etwas Gutes passiert ist, weil es nicht schön ist, wenn man enttäuscht wird. Cappuccino-Pause im Café Bohemia. Katie Melua findet, die Musik habe in ihrem unruhigen Leben immer Halt gegeben. Denn ihr Vater, ein Herzchirurg, zog mit der Familie von Moskau nach Belfast, dann nach London. Und ihre Kindheit hat Katie Melua in Georgien verbracht. Noch heute fährt sie jeden Sommer zu ihren Verwandten nach Tiflis. Ich glaube, mein Leben in Georgien hat mich rückblickend sehr geprägt. Ich realisiere, dass Ruhm und Materialismus, also alles, was in der Musikindustrie so sehr zählt, eigentlich nicht so wichtig ist, wie es die Leute nehmen. Ich hatte in Georgien ein gutes Leben, aber ohne all den Luxus, den man hier im Westen kennt. Musikexperte Benz Friedli und Konzertveranstalter André Bechier haben sich den Namen Katie Melua gemerkt. Warum der Erfolg von der Katie Melua? Es gibt wahrscheinlich eine gewisse Technomüdigkeit. Die Leute wollen wieder nicht künstliche, sondern eben echte, warme, schöne Musik. Und die Musikindustrie investiert ganz stark in diesen Sektor, weil sie gemerkt haben, dass all die kurzlebigen Music-Star-Hypes, die sie jetzt da produziert haben mit all den TV-Shows, dass die nicht länger bleiben, dass die nach einem Sommer vorbei sind und in dem Sinne keine Rendite bringen. Hingegen solche erwachsene, schöne Musik, wie sie jetzt rausbringen, das lässt sich verkaufen, vor allem den erwachsenen Leuten. Und das sind die, die noch CDs kaufen, die Jungen, die sowieso runterladen. Haben Sie Interesse an Katie Melua? Auf jeden Fall, wenn sie Tournee macht im Herbst, würde ich gerne in Zürich ein Konzert machen. Warum? Ich glaube einfach, sie hat es verdient. Und ich glaube, das Publikum soll wissen, was für ein Talent in dieser Person ist. Und ich glaube an diese Person. Noch ein paar Stunden bis zum Konzert heute Abend. Katie Melua stöbert im Musikladen Rock On. Sie genießt ihren Erfolg, weiß aber, die Musikbranche ist gnadenlos. Es gibt auch Kritiker, die sagen, Katie Melua hat bloß deshalb Erfolg, weil junge, gefühlvolle Musikerinnen gerade im Trend sind. Verletzt sie das? Nein, diese Meinung verletzt mich nicht. Ich will einfach weiterhin Musik machen und hoffe, man lässt mich das auch weiterhin tun. Natürlich gibt's Leute, die sagen, ich sei einfach ein Trend. Aber diese Kritik macht mir nicht viel aus. Ich liebe es, Musik zu machen und hoffe, das merken die Leute, wenn sie meine Musik hören. Und da ist sie noch einmal, ihre Musik. Verspielt, aber ohne viel Firlefanz, ohne spektakuläre Show. Denn tanzen, sagt Katie Melua, könne sie nämlich sowieso nicht. Und nun das Wetter.